Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Die Aorta, das ist die Hauptschlagader in unserem Körper, die vom Herzen bis ins Becken reicht. Die Wand dieses Gefäßes ist im Durchschnitt nur 1,5 mm dick. Und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn sich die Aorta immer mehr dehnt und die Wand wie bei einem Luftballon immer dünner wird. Mit solchen Aortenaneurysmen beschäftigt sich das Gefäßzentrum Hamburg-Ost der Asklepios Kliniken St. Georg und Wandsbek. Professor Dr. Thomas Köppel ist Chefarzt der Gefäßchirurgie der beiden Kliniken. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit diesen Aortenaneurysmen, sondern auch mit anderen Krankheitsbildern. Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten zu Ihnen? Ja, der Gefäßchirurg, der hat ein sehr breites Spektrum an Gefäßerkrankungen zu behandeln. Sicherlich ein großer Schwerpunkt sind Durchblutungsstörungen. Die werden verursacht durch Verstopfung der Schlagadern im Bereich der Beine, der Arme, der Halsgefäße, aber auch der Eingeweiden und der Nierenschlagadern. Wir behandeln Patienten mit Krampfadern. Es gibt auch einige Patienten, die eine sehr schlechte Nierenfunktion aufweisen, die an die Dialyse müssen. Auch da sind wir für die Dialysezugänge zuständig. Und natürlich die Aneurysmen, die im Prinzip überall im Körper auftreten können, ist für uns ein ganz zentrales Thema. Ja, was haben all diese Krankheitsbilder aus Ihrer Sicht gemeinsam? Was ist da das Spezielle, was Sie tun können? Die Gefäßerkrankungen betreffen häufiger ältere Menschen. Und wir haben nicht nur das Problem, dass die Gefäße stark verändert sind, verkalkt sind, Fetteinlagerungen aufweisen, sondern dass die Patienten auch insgesamt krank sind. Denn die Gefäße sind ja nicht nur an den Beinen oder an der Bauchhauptschlagader jetzt betroffen, sondern zum Beispiel auch an den Hirngefäßen, an den Herzgefäßen, sodass die Patienten doch auch eine ganze Reihe von signifikanten Begleiterkrankungen haben. Und das macht natürlich eine Operation unter Umständen auch sehr gefährlich. Und nun geht es ja um ein Gefäßzentrum in zwei Kliniken, also St. Georg und Wandsbek. Kann man da sagen, wohin ich denn dann käme, wenn ich eine Krankheit hätte? Also wir bieten an beiden Standorten grundsätzlich alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten an. Für gewisse Krankheitsbilder gibt es sicherlich einen Vorteil für den einen oder den anderen Standort, zum Beispiel für sehr komplexe Krankheitsbilder, wo man eben vielleicht auch Eingriffe macht, die eine Herz-Lungen-Maschine benötigen. Da würden wir Patienten eher in St. Georg behandeln, weil dort auch unsere herzchirurgische Expertise vorhanden ist. Aber ansonsten haben wir auch im ambulanten Bereich erstmal an beiden Standorten die Möglichkeit, die Patienten erstmal gründlich zu diagnostizieren, die Krankheit überhaupt erstmal transparent zu machen, und dann können wir entscheiden, wo der Patient behandelt wird. Ja, wenn man den Vorteil eines Zentrums nutzen kann, heißt das ja, man hat viel Kompetenz auf einmal. Stelle ich mir das als Patient so vor, dass es da eine Runde von Fachärzten gibt, verschiedener Methodiken, die dann mich begutachten und sich überlegen, was gut ist für mich? Ja, das ist genauso, wie Sie das sagen. Wir haben eben verschiedene therapeutische Möglichkeiten. Das sind nicht nur Operationen, klassische Operationen, sondern heutzutage die moderne Gefäßchirurgie beinhaltet eben auch die Therapie mit Ballons und Gefäßwandstützen, Stents. Und da haben wir natürlich für gewisse Schlagadergebiete auch hochspezialisierte Kollegen, zum Beispiel aus der Angiologie, aus der Kardiologie. Und wenn immer wir das Gefühl haben, dass wir hier die Kompetenz der Partner brauchen, besprechen wir den Fall immer gemeinsam und entscheiden dann, was letztlich die beste Behandlung für den Patienten ist, vollkommen unabhängig davon, was wir ihm anbieten können. Dadurch, dass wir ihm alles anbieten können, ist diese Entscheidung frei. Also sie ist darauf ausgerichtet, dass der Patient die bestmögliche, für ihn maßgeschneiderte Behandlung erhält. Ja. Und eins Ihrer Schwerpunkte eben ist das Aortenaneurysma oder Aortaaneurysma. Was genau ist das? Als Aneurysma bezeichnet man eigentlich eine Aussackung eines Gefäßes. Und wenn der Durchmesser des Gefäßes um das 1,5-fache erweitert ist, spricht man nicht mehr von einer Gefäßerweiterung, sondern von einem Aneurysma. Mhm. Und hier gibt es unterschiedliche Formen.
Üblicherweise sind alle drei Wandschichten, aus dem ein Gefäß aufgebaut ist, erweitert. Das macht fast 80% der Aneurysmen aus. Und warum die Wand schwach wird bei Patienten, das wissen wir in der Regel nicht. Wir wissen aber, dass es eine ganze Reihe von Risikofaktoren gibt. Der Hauptverursacher ist bestimmt der Bluthochdruck, vor allen Dingen dann, wenn er unkontrolliert über Jahre besteht. Wir wissen, dass Rauchen ein ganz entscheidender Faktor ist, um eine Gefäßwand zu schwächen. Wenn der Patient eben auch eine gewisse Neigung dazu hat, Aneurysmen auszubilden. Es gibt aber auch Aneurysmen bei sehr jungen Patienten. Das sind dann Patienten, die haben einen genetischen Defekt, einen Defekt in der Bindegewebsherstellung auf Zellebene, sodass eben da sehr früh schon Aneurysmen bestehen und unter Umständen auch sehr früh sehr große Operationen erforderlich sind, um eben zu verhindern, dass dieses ausgesackte Gefäß platzt. Das ist nämlich das Hauptproblem. Ja, wenn wir jetzt mal bei den Symptomen bleiben, bei den Ursachen bleiben, sagten Sie ja eben schon eigentlich ja alles das, was das Gefäß versteift. Alles das, was für Ablagerung sorgt und es weniger elastisch macht. Es sei denn, man hat es schon in der Jugend. Kann man das so zusammenfassen? Ja, es ist ja keine Gefäßwandversteifung. Man vermutet, dass vielleicht die Gefäßwandversteifung an sich dazu führt, dass über die oder durch die Übertragung der Blutdruckwelle an bestimmten Orten ein sehr hoher Druck entsteht. Aber das sind meistens ja Segmente, die nicht sehr stark verkalkt sind und die erweitern sich dann. Aber da wissen wir eben auch noch nicht so sehr viel. Und ich denke mal, in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch mehr und mehr genetische Faktoren identifizieren, die wir jetzt noch gar nicht kennen, die eben auch dann ältere Menschen dafür empfänglich macht, so ein Aneurysma auszubilden. Ältere Menschen ab 50? Ist das älter? Ja, also typischerweise entwickelt man solche Aneurysmen jenseits des 50. Lebensjahres. Vor allen Dingen dann, wenn man eben die klassischen Risikofaktoren Rauchen, Bluthochdruckleiden aufweist. Und was auch ein ganz entscheidender Faktor ist, ist das Geschlecht des Menschen. Wenn man männlich ist, hat man ein sehr, sehr viel höheres Risiko, als wenn man Frau ist. Also die Kombination männliches Geschlecht, Rauchen, Bluthochdruckleiden, Alter über 50, das sind die relevanten Risikofaktoren. Und da sollte sich jeder, der diese vier Risikofaktoren aufweist, ab dem 50. Lebensjahr zumindest einmal untersuchen lassen, ob er ein Aneurysma hat. Also er braucht eine Screening-Untersuchung und das wird auch sehr zeitnah schon in den regulären Katalog der Krankenkassen mit aufgenommen. Ja. Merkt man denn das, dass man ein Aneurysma hat oder ist das so eine schleichende Angelegenheit? Also wenn man jetzt ein Aneurysma der Hauptschlagader hat, merkt man das typischerweise nicht. Denn erst ab einer Größe, die dann wirklich sehr relevant ist und wo man auch noch schon Glück hatte, dass es nicht geplatzt ist, erst dann kann es zu Verdrängungserscheinungen kommen. Ja? Je nachdem, wo dann das Aneurysma lokalisiert ist, kann es eben auf umgebende Strukturen drücken und dann die entsprechenden Symptome hervorrufen. Also wird es auch oft eher zufällig entdeckt? Es wird meistens zufällig entdeckt, vor allen Dingen dann, wenn der Patient eine Routineuntersuchung erhält mit Ultraschall, dann sieht man die Erweiterung sehr leicht. Wenn man es weiß, kann man es auch sehr leicht tasten. Aber wenn man es jetzt auch bei der hausärztlichen Untersuchung eben nicht vermutet, kann es auch sehr leicht übersehen werden. Und wir sehen leider nicht selten auch Patienten, die erst dann kommen, wenn das Aneurysma zu einem Notfall geworden ist. Wenn es also geplatzt ist? Wenn es geplatzt ist oder wenn es eingerissen ist, noch nicht ganz geplatzt, ja. Dann verursacht das, wenn der Patient das überlebt, sehr, sehr starke Schmerzen, typischerweise Rückenschmerzen. Und dann wird das sehr schnell durch die entsprechenden diagnostischen Maßnahmen auch visualisierbar, wo das Problem ist. Und das ist dann ein echter Notfall. Ja. Wie behandeln Sie das? Sie haben uns ein paar spannende Dinge mitgebracht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die wüsste ich jetzt gern. Ja, also grundsätzlich, wenn man so ein Aneurysma entdeckt, es muss nicht jeder Patient behandelt werden. Wir wissen aus sehr vielen Untersuchungen, dass das Risiko erst ab einem maximalen Durchmesser von 5 cm, also 50 mm, signifikant und dann auch sehr stark ansteigt.
Erst dann würde man zu einer Behandlung raten. Das entspricht auch den internationalen Leitlinien. Denn man könnte zwar das Aneurysma vorher behandeln bei einer kleineren Größe, aber dann gibt es keinen statistischen Vorteil, sondern nur Nachteile, die man natürlich mit dem Risiko der Operation in Kauf nimmt. Also es ist eine Abwägung, eine Risikoabwägung, ob man behandelt oder nicht. Denn wir wollen ja prophylaktisch behandeln und da muss die Behandlung sich für den Patienten lohnen. Und wir haben für die Behandlung letztlich zwei Therapieoptionen. Das eine ist die klassische Operation. Das heißt, Sie müssen den Bereich, wo sich das Aneurysma findet, meistens ist es unterhalb der Nierenschlagadern, das heißt also auf Bauchnabelhöhe, das müssen wir freilegen und dann können wir es ausklemmen und mit einer Gefäßprothese ersetzen. Ich habe hier mal so eine Prothese mitgebracht. Das ist in der Regel eine Kunststoffprothese. Da gibt es verschiedene Materialien, entweder hier aus PTFE, das ist ein Material, was jeder aus seiner Regenjacke kennt, ich sag mal Gore-Tex. Ja. Auch wenn es noch andere Produkte das gibt, natürlich. Es gibt auch andere Produkte. Ja. Also das ist eine sogenannte Y-Prothese, weil man hier oben die Hauptschlagader anschließt und hier unten dann eine direkte Verbindung mit den Beckenarterien herstellt, mit den Beckenschlagadern. Ja? Wird die in die Aorta hineingeschoben dann? Das wird in die Aorta hinein genäht. Okay. Ja? Also da, wo der gesunde Bereich, der gesunde Abschnitt der Hauptschlagader ist, dann nehmen wir das ein mit einer Handnaht. Mit einem sehr, sehr belastbaren Faden und unten wird es dann eben entweder, wenn wir eine sogenannte Rohrprothese verwenden, dann ist das wirklich nur ein Rohr, dann können wir das dort anschließen, wo sich die Hauptschlagader in die Beckenschlagadern aufteilt oder wir schließen es im Bereich der Beckenschlagadern an. Das ist die klassische Operation, die sehr bewährt ist, auch sehr, sehr gute Langzeitergebnisse hat, die aber natürlich für den Patienten schon eine invasive Behandlung darstellt, ja, weil eine offene OP ist, genau. den Bauch sehr weit aufschneiden müssen. Ja. Ja. Und auch die Operation ist natürlich sagen wir mal, auch schwierig und anspruchsvoll, aber kann in erfahrenen Händen mit einer wirklich sehr, sehr geringen Sterblichkeit und Komplikationsrate durchgeführt werden. Und die ist dann wesentlich niedriger als das Risiko, was der Patient ohne Operation hat. Mhm. Wesentlich eleganter ist es, das Aneurysma von innen mit einem Stent abzudecken. Und dieses Verfahren hat sich mittlerweile auch als Routineverfahren in der Klinik etabliert und kann etwa bei 80% der Bauchschlagader-Aussackungen auch durchgeführt werden. Es gibt anatomische Limitationen. Manchmal sind die Schlagadern auch so verkalkt, dass man mit diesem Stent, der zusammengefaltet ist, nicht vor Ort kommt. Aber wie gesagt, bei 80% der Patienten funktioniert das sehr gut. Und hier habe ich mal so ein Modell mitgebracht. Das zeigt hier eine Aussackung im Bereich der Hauptschlagader. Was Sie hier sehen, das ist der Abgang der Nierenschlagadern. Die wollen wir natürlich nicht mit diesem Stent überdecken. Der Stent ist praktisch ein Drahtgeflecht, was sich wie ein Käfig entfalten kann. Und der hat eine wasserdichte Hülle. Das ist in der Regel das gleiche Material wie bei solchen konventionellen Gefäßprothesen. Und entscheidend ist, dass der Stent dann hier unter Röntgenkontrolle, der wird zusammengefaltet vorgeschoben. Durch die Leiste. Über die Leistengefäße. Ja, ja. Entweder legt man die mit einem Minischnitt frei oder man braucht sie auch gar nicht freizulegen, sondern punktiert sie durch die Haut. Das geht auch. Ja. So klein sind diese Stent-Systeme mittlerweile zusammengepackt. Und dann schieben Sie hier diesen Stent so vor Ort, dass er genau hier oben an der Abdichtungszone entfaltet werden kann. Mhm. Man muss natürlich sehr darauf achten, dass solche lebenswichtigen Schlagadern, wie sie hier im Bereich der Nierenarterien bestehen, nicht mit diesem Stent überdeckt. Wenn das passiert, dann hat man eine akute Durchblutungsstörung der entsprechenden nachgeschalteten Zielorgane. Wenn man hier zum Beispiel die Nierenarterien überdecken würde, würden die Nieren das nicht überleben. Dann hätte man hinterher keine Nierenfunktion mehr. Also deswegen ist es schon eine Präzisionsarbeit. Und dieser Stent muss natürlich auch im Vorfeld exakt ausgemessen werden, dass er wirklich auf den Millimeter genau passt. Und dann wird er hier so platziert, dass er hier oben abdichtet. Dann überbrückt er sozusagen das ausgesackte Areal der Hauptschlagader und wird hier unten dann in den Beckenschlagadern entfaltet, dass auch hier eine Abdichtung entsteht. Und so kann hier kein Blut mehr in diesen Aneurysmasack eintreten.
Das heißt, das Blut fließt dann nur noch durch den Stent. Hier gibt es keinen Druck mehr. Das Blut fließt auch in der Regel nicht mehr, sondern gerinnt. Und dann kann mittel- bis langfristig der Sack sogar wieder schrumpfen. Jetzt nehmen wir mal an, die OP geht gut, alles sitzt gut. Kann ich danach ein Leben führen, so als hätte es das Aneurysma nie gegeben? Ja, also Sie haben keine Einschränkung. Der Eingriff ist auch so wenig belastend, dass Sie praktisch am Tag der Operation auch wieder in Ihrem Zimmer rumlaufen können. Faszinierend. Wir sind eigentlich mittlerweile da so erfahren und auch die Abläufe sind so eintrainiert, dass die Patienten wirklich nach 3 Tagen eigentlich nach Hause gehen können wieder. Und natürlich sollte man sich erstmal ein bisschen schonen nach dieser Operation. Es gibt auch einen nicht unerheblichen Teil der Patienten, die nach der Operation Fieber bekommen für 2 bis 3 Tage. Das weiß man nicht genau, warum das so ist, aber wir vermuten, es ist eine Reaktion auf das Material. Aber in der Regel geht das von alleine wieder weg. Aber es gibt auch den einen oder anderen Patienten, der da mal 2, 3, 4 Wochen auch ein bisschen erschöpfter ist. Aber dann sind sie wieder voll alltagstauglich und sie haben auch letztlich keine Vorgaben. Sie können machen, was sie wollen. Außer sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Sie lassen sich natürlich regelmäßig untersuchen und entscheidend ist, es ist ja eine Systemerkrankung, die sie haben. Sie müssen natürlich darauf achten, dass die Risikofaktoren, die hierzu geführt haben, natürlich bestmöglich kontrolliert werden vom Hausarzt. Und das können wir mittlerweile auch sehr gut kontrollieren mit Ultraschall. Das heißt also, auch die Nachuntersuchungen sind heutzutage für den Patienten nicht mehr belastend. Es gibt, muss man natürlich auch offen sagen, hier bei diesem System gibt es natürlich auch technische Schwachpunkte. Auch hier gibt es Versager, wo wir eben dann doch am Anfang sehen, dass hier Blut noch weiter in den Aneurysmasack hineinkommt. Bei einigen Patienten dichtet sich das dann aber trotzdem spontan ab, aber bei einigen bleibt das. Und da machen wir uns vor allen Dingen dann Sorgen, wenn trotz Stent der Sack nicht schrumpft oder gleich groß bleibt, sondern wieder etwas anfängt zu wegwachsen. Und dann müssen wir schauen, wo dieses Leck vorhanden ist und wie wir dieses Leck auch abdichten können. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Professor Köppelten. Vielen Dank, dass Sie uns zugesehen haben. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube.